So, meine Freunde, willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Blaze Black. Im letzten Part sind wir hier in diese richtig fette, geile Stadt reingekommen und da wartet Lini auf uns. Ja, der Mann, den wir gleich sehen werden, der so einen ähnlichen Bart hat wie so ein Drachenmaul, ja, keine Ahnung, was sich Game Freak dabei gedacht hat, aber nun gut. Gegen den werden wir dann erst später kämpfen, ich schätze mal im nächsten Part. Und ja, das ist jetzt alles unnötiges Gelaber. Hören wir ja sowieso nicht zu, ne? Ich sag's mal so. Eieiei, und bla bla blub 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 blub. Ja, komm, schneller. Ich will jetzt endlich in die Arena rein, weil, Leute, ihr wisst ja, dass ich bei Pokémon Blaze Black, das habe ich schon in den letzten Parts auch bestimmt schon mal gesagt. Geil gedeutscht, by the way. Dass ich nicht so auf die Story eingehe, oder besser gesagt überhaupt nicht auf die Story eingehe, sondern eher bei Pokémon Weiß Edition, also beim Let's Play von Pokémon Weiß. Da werde ich ein bisschen mehr, ne, also ein bisschen härter in die Dings eingehen. In die Dingens. Alter, in die, hier Story, ja, endlich. Mir fällt so gar nicht das richtige Wort dafür ein. Und das ist die Arena, mein Gott. Sieht schon ein bisschen hardcore aus. Naja, bevor wir jetzt irgendeinen Scheiß machen, will ich erstmal ein paar Pokémon, ja, ich sag's mal so, Kleinigkeiten erlernen lassen. Charge Beam, nein, brauchen wir nicht. Shadow Claw, wie wär's mit Shadow Claw? Eine Geisterattacke braucht man ja irgendwie immer, ne? So, unable, nur Flame kann das ja, denn nur Flames Attacken will ich mal so lassen. Nee, nö. Ah, komm, so. Bulldogs. Nee, ist nix. Nein, Kreuzscher. Nee. Grasmixer. Nein. Nee, das sind jetzt nur die VMs. Habe ich denn keine einzige Attacke? Warte, ich gucke jetzt erstmal so Spezial und so weiter. Also auf Angriff und so. Ob das Spezial oder nicht Spezialangriff von Cry ist. Also auf was er eher spezialisiert ist. Auf normalen Angriff anscheinend. Okay. Dann machen wir das so. Back. Und gucken ein bisschen weiter. Nein. Dick. Nö. Ice Beam. Eigentlich müsste der Ice Beam können, ne? Na komm, Ice Beam erlernen wir mal einen Pokémon. Und wer hätte es gedacht? Cry kann's erlernen. Geil. So, welche Attacke muss vergessen werden? Ja, ich würde mal sagen. Ich weiß nicht. Hex, komm. Scheiß drauf, Hex. So, und Hex ist weg. Ice Beam kommt stattdessen. Fail. Das könnte ich auch einem Pokémon erlernen. Cry kann es anscheinend auch erlernen. Pursuit würde ich da mal wegtun. Also anstatt, ne? Und was gibt's denn noch so schöne Sachen hier? Hier ist Flamethrower nicht Flammenwurf? Ich glaube schon, ne? Vegas kann das erlernen. Ich glaube, ich erlerne das einmal dem Vegas-Line. Was geht weg? Crunch, Ring, Breathe. Ring, Breathe. So, das kann weg. Und stattdessen kommt Flammenwurf. So, dann gucken wir ein bisschen weiter, ob wir noch was finden. Wie wäre es mit einer Drachenattacke? Wäre eigentlich auch mal ganz schön, ne? Aber anscheinend haben wir keine Drachenattacken mehr. Okay. So, dann ganz kurz Pokémon wechseln. Also, Vegas geht dann nach vorne. So, und ganz kurz. Ich bin gerade am überlegen, ob ich hier nur, also Flash brauche ich ja nicht so zu trainieren. Deswegen kann ich da XP schon von dem nehmen. Item, take. Ein bisschen Cry und Vegas, ne? Ja. Wieso nicht? So, der erste Trainer ist hier. Und, ja, blaue Haare. Die Frisur, nicht so gut. Ich gebe dem mal so eine 2,5 für die Frisur. Also für den Sprite, den man da am Anfang gesehen hat. Wow, das erste Pokémon ist ein Gyarados. Wer hätte das gedacht? In der Drachenarena. What the f. Okay. Wie schon gesagt, jüngere Leute gucken auch meine Let's Plays. Von daher halte ich am besten mal mein Maul. So, Flash geht in den Kampf. Vegas zurück. Flash, ja, Gyarados müsste gegen Elektroattacken vierfache Schwäche haben. Und das heißt wiederum, dass das Ding mit einem Schlag K.O. ist. Zumindest mit einer Elektroattacke. So, Flash setzt Discharge ein. Und noch einmal Drachentanz. Ist natürlich nicht gut, dass das Ding Drachentanz einsetzt. Komm, Discharge. Und down. Müsste down sein.
Weil wenn das jetzt echt ne... Ja, ist da. Ja, ist gut. So, der Rest bekommt auch ein bisschen. Und als nächstes kommt Dragonier in den Kampf. Vegas, würde ich mal sagen. Ne? Wer denn sonst? So, Flash, good job, get back, go Vegas. Ich finde Vegas cool. Vegas ist cool. So, Vegas setzt Dragon Claw ein. Und was ist? Was ist? One hit? One hit? One hit. Bitch. Oh yeah. So, jetzt kommt noch so ein Dragonier. Also so richtig fordert die Arena mich bis jetzt noch nicht so heraus. Und das kommt noch. Das kommt noch, Leute. Spätestens beim Arenaleiter werden die Kämpfe hammerhart. So, als nächstes kommt... Ist das nicht Dragoran? Also ich finde, der Sprite sieht eigentlich gar nicht so schlimm aus. Ich habe Schlimmeres erwartet, ich bin ehrlich. Jetzt, wo ich den so sehe, finde ich ihn gar nicht so schlimm. Dragon Rush. Drachenschweif war das. Ah, komm. Shit. Verdammt. Gut, dann muss Cry Aushilfe schaffen. Just a little more hanging there, Cry. So, Cry setzt dann Ice Beam, würde ich mal sagen, ein, ne? Und Bodyguard. Also, glaube ich. Ich glaube, das war Bodyguard. Sicher bin ich mir da nicht. Ja. So, und Dragoran ist besiegt. Fast 6000 Erfahrungspunkte. What the Fizzle. Ja, ich habe jetzt extra das Wort mit F durch ein anderes ersetzt. Ne? Ice Beam, let's go. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, aber müsste das eigentlich nicht vierfache Schwäche dagegen haben? Eigentlich schon, ne? So, zwei meiner Pokémon sind schon mal down. Flame geht dann einfach in den Kampf, setzt, was weiß ich, Close Combat. Komm, beenden wir diesen Kampf dann einfach so. Flame, chill, chill, chill. Lass ihn noch ein bisschen... Ja, okay, der ist down. Der ist definitiv down. Aerodactyl ist down. So, als nächstes, am besten ist es jetzt erstmal so Belebe und so weiter einzusetzen, ne? Meine Pokémon, ja, sind down. Aber egal. So, Vegas bekommt jetzt ein bisschen und Cry bekommt natürlich ein bisschen und dann setze ich einfach mal Hypertrank ein, ne, whatever. Dann verbrauche ich halt eins oder zwei oder sowas. Was jetzt? Ich habe anscheinend nur Full Restore. Naja, scheiß drauf. So, und weg hier. So, und zurück. So, jetzt müssen wir hier runter und dann hierhin. Boah, die Arena ist ziemlich cool. Gleich, wenn wir irgend so einen Schalter betätigen, bewegt sich dieser Drache. Ja, das ist ein Drache. Und ja, sonst... Es geht, die Arena ist jetzt nicht die geilste, aber... Also ich finde, das ist ein bisschen die verwirrendste Arena von allen. Der Rest war ja alles nur Kinderscheiße da, ne? Diese Arena... Also... Schwer ist es nicht, aber das dauert halt lange, sich hier zurechtzufinden und so weiter. Naja, was soll man machen? Vegas setzt Dragon Claw ein. Und? Ja, one hit, one hit, one hit, one hit, leck mich. Scheiße. Jetzt, das ist aber das... Unfair. Nicht macht Spaß und ist fair. Was macht Spaß und ist fair? So, Cry, ich würde da mal sagen, dass du den guten alten Vegas ein bisschen rächen oder auch nicht. Oder auch nicht, ne, ist klar. Dann, dann geht Bugblast in den Kampf. Just a little more hanging there, Bugblast. Yo, Bugblast. Oh yeah. Oha. Oh yeah, aha, aha, aha. So, jetzt geht wieder Vegas in den Kampf. Also erstmal Beleber, ne? Dragon Rush. Besitzt das Ding auch andere Attacken? Geht gar nicht, was hier abzieht. Geht gar nicht. Nichts gehen. So, just a little more hanging there, Vegas. Boah, das wird jetzt langsam langweilig. Dragon Claw. Und? Das Ding ist down. Ich würde mal sagen, schön, ne? Ja, schön. So, das nächste Pokémon ist ein Egal. Storm geht in den Kampf, weil ich will Vegas dann noch ein Dings geben, ein Full Restore.
Weil ich habe keinen blassen Schimmer, was das für... Achso. Das ist das also. Gut, dann erstmal back. Anscheinend habe ich noch Full Restore und keinen Hypertrank. Was ich ziemlich schade finde. Outrage. Ach, shit. Komm, komm. Tu was. Brave Bird. Wie viel zieht das ab? Schon eine gute Menge eigentlich, ne? Und noch mehr Outrage. Shit. Okay, da muss ich jetzt anscheinend mit Vegas einen schönen One-Hit landen, ne? Two-Hit landen. Weil Star hat ja... Ja, man merkt, glaube ich, dass ich nicht so ganz bei der Sache bin, ne? Währenddessen... Ich habe bis jetzt gerade eben SMS geschrieben, aber egal, was soll's. Scheiß drauf. So, Critical Hit. Perfekt. Und... Du bist down. Das nächste ist ein... Ampharos. Okay, Vegas, good job, get back, go Flame. Ich würde da mal sagen, dick, ne, weil, Bodenattacken sind sehr effektiv gegen Elektro-Pokémon und da Ampharos ein Elektro-Pokémon ist, ja, würde ich mal sagen, adios, muchacho. Was ist das? Irgend so Vollknäuel, Weltknäuel, ja, Vollknäuel, klar, Weltknäuel, So, dick und, was? Als ob es jetzt so wenig abgezogen hat, das kann doch nicht sein. So, dann komm, Close Combat würde ich mal sagen, ne? Scheiße, komm. Ach Mist, ja, das ist scheiße. Jetzt setzt das Ding noch Discharge rein. Kann ich gar nicht leiden. Okay, chill dein Leben. Dann noch einmal Close Combat, ne? Ach, du dicke Scheiße. So, komm. Discharge? Nein. Nein. Bitte nicht. So, und dann kommt Flash, geht in den Kampf, scheiß drauf. Und Flash, ja, was soll Flash einsetzen? Ich würde mal sagen, Crunch, ne? Was gibt's denn da für eine andere Möglichkeit? Ja, geil, Signalbeam. So eine Käferattacke, so eine hässliche Käferattacke. Noch einmal Crunch. Und fast. Mein Gott, ist gut, chill dein Leben, Alter. Chill dein Leben. So, Crunch. Wenn das so, also wenn das genauso auch beim Dings ist, ich habe jetzt gerade ein bisschen gespeedet, beim Arena-Leiter haben wir verkackt. Ja, Leute, ich pausiere kurz, um, ja, meine Pokémon zu heilen. Bis gleich. So, meine Freunde, wieder da. Ich habe meine Pokémon geheilt und jetzt geht's hier hin. Ihr fragt euch sicherlich jetzt, warum dieser Knopf... Anscheinend wird dieser Knopf trotzdem betätigt, obwohl ich gerade eben diesen Knopf schon betätigt habe. Mysteriös. Also ich war kurz im Pokémon Center, habe meine Pokémon geheilt, habe ein paar Max Potion, 20 Max Potion, 20 Hyper Potion, 5 Max Potion und ich glaube 25 Beleber. Joa, reicht, ne? Bestimmt. So, der erste Kampf, seitdem ich beim Pokémon Center war. Ja, alles klar. Was ist das erste Pokémon? So ein Fraxur-Dingsbums da. Mein Gott, die Dinger sind Level 62. Stellt euch das mal vor, Leute. 62. Da hat man ja kaum eine Chance gegen die Dinger. Komm, Drainclaw. Lass das One-Hit sein. Lass das ein One-Hit sein. Lass das perfekt. So, Vegas müsste jetzt Level 57 sein. Anders könnte es ja gar nicht gehen. Und Hyper... Was? Hyper Beam? Geil. Ich würde mal sagen, dick, aber nee. Hm. Crunch. Dick könnte mir ja noch nützlich werden, oder? Nee, komm, scheiß drauf. Wenn ich wirklich keine Chance mehr habe, setze ich einfach Hyper Beam ein und dann hole ich, versuche ich zumindest alles aus Vegas rauszuholen. So, jetzt geht Flash in den Kampf. Vegas, good job, get back. Go Flash. So, da mal gucken, wie dieses Gyarados, was das Gyarados alles aushält, ne? Mein Gott, wieso sind die Dinger Level 62? Mein stärkstes Pokémon ist gerade mal Level 67, der Rest ist 60 und unten. Scheiße, Alter, scheiße, ich muss die Pokémon mal richtig trainieren. So kann das ja nicht weitergehen, ne? So, und Vegas Cry bekommen auch ein bisschen, was kommt jetzt? Glurak. Glurak.
Ja, Glorok sieht cool aus, aber wieso macht das sein Maul nicht so ganz zu? Discharge. So, komm. Yes. Und Glorok ist besiegt. Woohoo. Und Jose ist down. Jose. Hehe. So, jetzt hier runter. Boom. Was wird jetzt passieren? Die Hand geht hoch. Das Maul. Und scheint dort. Interessant. Gut, dann einfach mal weitergehen. Und eine Ass-Trainerin. Wir werden dich so fertig machen, Ass-Trainerin. Wir sind böse. So, drei Pokémon. Das erste Pokémon ist ein Milotic. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Also, in dieser Dings hier, Ampharos, Milotic. Was kommt gleich? Raupi oder was? So, Flash geht in den Kampf. Vegas muss zurück, weil Vegas ist auch zur Hälfte ein Boden-Pokémon. Hätte ich Erdbeben, würde ich das Vegas erlernen, aber... Ja. Egal, whatever. Flash, Discharge, komm. Also Boden ist ja, Wasser ist ja sehr effektiv gegenüber Boden-Pokémon. Also Wasserattacken. Und Hydro-Pumpe, perfekt, das ist nicht... Perfekt. Jetzt Discharge. Ja, komm. Shit. Nur paralysieren. Hydropumpe. Oh, du dicke Scheiße. Oh, armer Flash. Ganz armer Flash. So, jetzt werden wir es. Discharge. So, was sagt sie jetzt? Mehr kannst du nicht sagen, oder was? Crane Level 56. Und jetzt kommt Kangash Khan. Kangash Khan, was ist Kangash Khan? Ein Kangama. Ich würde mal sagen, erstmal Discharge, ne? Outrage. Kangash Khan ist also ein Kangama. Habe ich wohl was Neues dazu gelernt. So, komm und fight noch einmal Discharge. Und Outrage. Aber das kann auch schlecht sein, dass dieses Kangama schneller ist als Flash. Ne, jetzt mal ehrlich, ne? Schon ein bisschen fail. Aber Flame ist sowieso der schnellste. Von daher, Flame Close Combat. Und gewonnen. Juhu! So, Kangama, du bist jetzt down. Und Rest bekommt auch ein bisschen. Jetzt kommt Dragonier in den Kampf. Ich würde mal sagen, Vegas, ne? Flame, good job, get back. Go, Vegas. Vegas. So, Dragonier, einmal Drachenklaue ist weg. Dragonclaw, let's go. Und, Dragonier ist down, juhu. So, Clara, also so heißt du. Also, wenn du willst, kannst du mir deine Nummer geben, ne? Ja. So endet das immer. So endet das einfach nur immer. Und, wohin geht das Maul jetzt? Very interesting. So, jetzt hier runter und der nächste Trainer. Wieso ist er nicht so ein Ass-Trainer und... wieso? Boah, langsam bleibt die Spucke bei mir weg, ne? Wegen sowas. Sieht so ein bisschen so aus wie der Typ von Pokémon Platin, Diamant und so weiter. Wie dieser Lebel oder wie der Typ auch immer heißt. Komm, Dragonclaw. Wird das ein One-Hit? Wird das ein One-Hit? Das ist die Frage. Wird das ein One-Hit? Nein, das wird kein One-Hit. Aber ein Two-Hit wird's. Wenn ich jetzt nicht down gehe. Nee. Das kann's mir jetzt nicht antun, ne? Scheiße. Cry. Go for it, cry. So, ich würde dann erstmal sagen Ice Beam, ne? Oh, du mit deinem Outrage, ey. Scheiß Attacke. Ice Beam. Geh down. Und es ist down. Wie viele Erfahrungspunkte? Ja, 3600, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, ne? So, ich schicke da mal Bugblast in den Kampf, um Beleber einzusetzen und somit... Fail. Und somit Dings wieder...
stark zu machen. Wie heißt es? Libeldra. Ne, Vegas. Komm, hier. Erstmal Beleber und... Hier, Vegas. So, und... Strength Rush. Dann kann ich direkt danach noch eine Hyper Potion einsetzen. Hyper Potion habe ich 20 Stück. Oh yeah, 20 Stück. Und Hyper Potion. Komm, Dranklaw. Also. Wieso endet es so? So, als erstes schicke ich... ja komm, erstmal geht Star in den Kampf, weil ich glaube kaum, dass unser guter alter... Dingenskirchen, unser guter alter... Ach, shit, der, wie hieß der nochmal? Libeldra Vegas. Genau. Dass der was gegen diesen Knackkrank ausrechnen kann. Also zumindest wird er keinen Two-Hit, One-Hit schaffen. Das ist schon mal klar. Brave Bird zieht so viel ab. Okay, dann würde ich mal sagen, eine Aeros-Attacke geht direkt hinten ran. Aber nein. Wir müssen ja erstmal down gehen. Gut. So, jetzt geht Vegas in den Kampf. Dann würde ich mal sagen, Vegas... Fang an mit Drachenklaue. Komm, 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 komm. Lass das Volltreffer sein. Das wäre so geil. Das wäre echt so geil. Nein. Perfekt. Perfekt. Jetzt Drachenklaue Bandis. Und Knackrack ist besiegt. Vegas erreicht Level 58. Yippie. Und Cry bekommt auch ein bisschen. So, Flying Gun kommt. Ist das kein Libeldra? Oh, wie süß. Dragonclaw. Mach das, Libeldra. Fertig, Vegas. Komm, komm, One... Ah, wieso kein One-Hit? Ja, also, diese Sandsturm-Attacke war jetzt der größte Fail, den man je machen konnte. So, und... Wutsch, wutsch. Libeldra ist down. So einfach geht das. Schön. So, Cry Level 57. Auch mal schön zu sehen, dass der auch ein paar Level abgeht. Und jetzt wird's Zeit hierhin. Ach, ich habe keine Ahnung, wie lang dieser Part wird. Der wird schon ein bisschen, ne? Ja, ein bisschen. Ganz kleines bisschen. So, jetzt geht die Hand hoch. Und was jetzt? Okay, anscheinend muss ich jetzt hierhin. So, runter und der nächste bist du. Aber anscheinend... Ah, okay, ich kann jetzt nicht weiter geradeaus, ich muss einfach runter dann. So, Astrainer, drei Pokémon. Das erste Pokémon ist ein Steelix. Ein Stalos. Ich wusste, dass ich Dings nochmal gebrauchen könnte. Egal, Flamethrower. Das müsste Flammenwurf sein, ne? Ja, ich glaube, das ist echt Flammenwurf. Naja, wie viel zieht das ab? Die Hälfte, Oh, was war das? So eine ekelhafte Attacke. Geht gar nicht. So, Stalos, du bist jetzt down. Dank Vegas, ne? Vegas ist cool. Ja, Vegas ist echt cool. Und als nächstes Altaria. Keep battling. Ja, komm, ich riskiere es jetzt mal. Und ich setze einfach mal Dranklaw ein. Was soll man denn sonst einsetzen? Wird das ein One-Hit? Wird es ein One-Hit? Es war fast ein One-Hit. Wenigstens, ne? Und, ah, shit. Vegas ist down. Schade. Dann geht Cry halt in den Kampf. Just a little more. Hang in there, Cry. Und fangen wir als erstes mit Ice Beam an. Und Drachenpuls. Scheiße. Nur sowas will man ja nicht, ne? Komm, komm. Altaria ist down. Yes. Geil. Was ist das? Despotar. Das Pokémon ist das geilste, das ich je gesehen habe. Ohne Witz. Okay, das Sprite ist zwar nicht so bombig. Bewegt sich ja kaum. Aber das Pokémon ist echt so richtig geil. Bombig, einfach nur geil. So, erstmal Beleber auf Libeldra, würde ich mal sagen, ne? Scheiß drauf, wenn Cry down geht. Earthquake. Scheiße. Wie machen wir das jetzt? Flame, wenn Dings jetzt... Wie heißt es, wenn, ach, wie heißt die Attacke? Scheiße, ey. Close Combat, jetzt... Das muss ein One-Hit sein.
Yes! Perfekt. One-Hit, hast du geil gemacht, Flame. Hast du gut gemacht. Und Vegas erreicht Level 59, auch mal ganz schön zu sehen. So, jetzt mal schnell alles Beleber und so weiter einsetzen, ne? Ja, komm. Oh, Strich schon seit 25 Minuten. Scheiße. Der Part wird so asynchron, Leute. Der wird so scheiße asynchron. So, 1 auf Flash. Einfach mal ein bisschen speeden. Dann auf Star. Dann auf Cry. Dann auf Bug Blast. Jetzt zurück und dann Hyper Potion auf jeden. So, einmal auf Vegas. Dann auf Flash. Und dann auf Cry. Und zu guter Letzt auf Star. Ja, so sieht das Team noch viel schöner aus. So, jetzt gehen wir mal weiter runter. Ich will in diesem Part noch vor dem Arena-Leiter sein. Ich muss das einfach schaffen. So, und was bewegt sich jetzt? Oh ne, da ist noch so ein... Wie lange das noch dauern wird? Keine Ahnung. Hier hoch, ne? Und dann so... So... Und so... Und da ist ein Arzttrainer. Wer hätte es gedacht? Fail, ne? Großer Fail. Ganz, ganz großer Fail war das jetzt. Hä, was bewegt sich denn jetzt? Okay, dann muss ich anscheinend hier hin und die Ast-Trainerin wirklich besiegen. Das ist natürlich schlecht. Und die guckt auch nicht weg oder so, ne? Mein Gott, der Part wird locker 30 Minuten oder sowas. Scheiße, ich will keine Parts, die 30 Minuten sind. Nein, das will ich nicht. So, das erste Pokémon von ihr ist ein wie auch immer. Vegas geht in den Kampf und setzt, ja, einen Drachenklaue, würde ich mal sagen, ne? Was denn sonst? Drankalore. So, komm, komm, komm. Outrage. Ist natürlich schlecht. Bleib, bleib, bisschen. Shit. Dann würde ich mal sagen, Cry, ne? Cry geht dann zur Hilfe. Er eilt zur Hilfe. Und rächt sich an diesem wie auch immer. Ice Beam. Outrage. Ja, ist gut, ich hab's kapiert. Du kannst Outrage einsetzen. Wack dir nice. Komm, Ice Beam und... Das Ding ist der und ist doch geil, Mann. Ist doch geil, ist doch cool. Alles cool. So, Cry Level 58 und will Payback. Was ist Payback? Hm. 50, ach so, nee, brauch ich nicht. Nein, komm, weg. Keep Out Moves und... Ja. So, was kommt jetzt? Zwei Low-Us kommt jetzt. Switch Pokémon und Bug Blast geht einfach mal rein. Cry, good job, get back. Go, Bug Blast. So, was ist zwei Low-Us? Achso, ein Low-Us mit zwei Köpfen. Use auf Vegas hier, Beleber, ne, ist klar. Und Body Slam, scheiße, Alter. Das ging viel zu schnell. Dann geht Cry in den Kampf und... Ja, der setzt dann Hyper Potion auf Dings ein, ne? Währenddessen setzt ich Hyper Potion auf, Vegas ein. Mein Gott, der Part dauert echt... schon ein bisschen, ne? Komm, Hyper Potion und... Dragon Rush. Autsch. Das hat bestimmt weh. So, dann, würde ich mal sagen, Vegas geht wieder in den Kampf. Go, Vegas! Und Vegas setzt... Drankclaw. Komm, Drankclaw, wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Oh shit. Drankrush wird definitiv ein One-Hit. Scheiße, Alter. Scheiße. So, was soll ich jetzt machen? Ich würde mal sagen, Star einfach Aeroas einsetzen. Ja, was soll's? Aeroas, komm. Komm. Aerial Ace. Ja, und... Oh, wer hätte gedacht, das Ding ist down. Geil. Und jetzt kommt Flygon in den Kampf. Flygon kommt in den Kampf. Fly. Oh mein Gott, der Part ist jetzt wirklich schon fast 30 Minuten lang. Fuck, Alter. Fuck.
Bestimmt guckt sich das kein Schwein an. Aber whatever. Fly, komm. Und die Hälfte ist weg. Dann setze ich noch einmal Fly ein. Mist, Drangclaw. Ist schlecht. Und Fly. So, und Fly, komm. Yes, endlich ist das Ding da, meine Güte. Und Dara ist besiegt. Halleluja. Ich hoffe, jetzt kommt nicht wieder so ein Scheißkampf. So, wohin geht das Maul jetzt? Ich hoffe mal, das war's, ne? Also für die Kämpfe. Ich will jetzt wirklich vor dem Arenaleiter Schluss machen. Weil den Arenaleiter, es würde viel zu lange dauern. Viel, viel zu lange. Und jetzt hierhin, schätze ich mal, ne? Nein! Ey, scheiße! Ey, nee, Alter. Das kann ich doch niemandem antun, so einen langen Part. Use auf Vegas und auf Cry. Komm, ich tweet jetzt echt mal, weil so geht das echt nicht weiter. So, zurück und dann Max Potion. Use auf Vegas und Star und Cry. Ich wette, der Part wird 35 Minuten oder sowas lang. Locker. Locker. So, jetzt. Ich hör mal mit dem Speeden auf, bis der Kampf startet, weil da kann ich erst so richtig speeden, ne? Meine Güte, was sind so viele Trainer hier? So, Drudigon. Ja, komm. So, Vegas geht in den Kampf. Vegas setzt, ich würde mal sagen, Drangclaw ein. Komm, One-Hit. Lass das ein One-Hit sein. Oh, Volltreffer, bitte. Ach, shit. Outrage. Scheiße. Dann geht Cry in den Kampf. Ey, ihr merkt, ich sag jetzt gerade auch nicht sehr viel, ne? Das liegt wirklich daran, dass ich diesen scheiß Part mal beenden will. Hätte ich das nur in zwei geteilt. Wirklich die eine Hälfte jetzt, die andere Hälfte dann im nächsten Part. Und im übernächsten Part hätte ich dann den Arenaleiter besiegt. Aber nein! Ich muss das ja so machen, ne? Naja, Star geht in den Kampf, Cry zurück. Star. Was? Brutalanda? Ich hab verkackt. Also, wo muss ich für mein Testament unterschreiben? Hier irgendwo, ne? Erstmal Beleber einsetzen auf Vegas. Komm, Alter, Brutalanda. Und jetzt selber fliegen einsetzen, ne? Perfekte Strategie. So, fliegen. Nee. Was ist das Ding schneller als wir? Und jetzt fliegt das weg, ne? Scheiße. Back und dann... Ja, keine Ahnung. HPPP Restore, Hyper Potion. Use auf Vegas. So, und Fly. Busch. 1 KP. Chillt. Aeros, komm. Ey, was ist Ach, shit. Bringt's noch was, wenn ich Fliegen einsetze? Nee. Star, das war Stars Part jetzt in diesem ganzen Let's Play, ne? Ein auf. Vegas geht jetzt in den Kampf. Alter, ich kann nicht mehr. Der Part muss doch jetzt langsam zu Ende sein. Drangclaw, komm. Ey, wenn dieses Brutalanda einmal so Drachenklaue einsetzt, ist Vegas down. Yes! Perfekt! So, jetzt kommt Altaria. Boah, perfekt. One Hit. Geil. Drangclaw noch einmal. Und, wird das was? Wird das was? Und, ach, shit. Ja, komm, Hyper Beam, ne? Wieso nicht? Wieso nicht? So, Hyper Beam. In your face, bitch. Altaria ist down, Vegas bekommt Erfahrungspunkte und Kim Isbeth siegt.
Ach komm, jetzt geh doch vor. Wo ist der Arena-Leiter? Nee, ne? Nicht euer Ernst. Ey, geht mal kacken, Leute. Ich geht kacken. Kein Bock auf noch so einen Kampf. Ja, Halleluja, Halleluja, würde ich mal sagen, ne? So, Leute, nach 35 Minuten 20 Sekunden beende ich den Part. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, wenn überhaupt. Bis zum nächsten Mal, habe ich ja zum zweiten Mal gesagt. Haut rein. Ciao.